Jetzt haben wir das abgesetzt. Jetzt wechseln wir mal in das erste OG, in diesen Grundriss, dort wo wir das Modell haben. Jetzt sehen wir, jetzt ist unser Beschriftungsbild verknüpft mit dem Modellteilbild und die Möglichkeit, automatische Elementpositionierung zu machen. Und dann schaut das Ganze hier so aus, ne? Jetzt könnte ich das Ganze mit verschieben einfach hierher verschieben. Dann einfach mal hier markieren. Im Objektmanager schauen, wo bist du denn vorhanden. Dann sehen wir hier diese roten Bömmelchen. Dann können wir hier uns entlang handeln. Immer wo so ein rotes Pünktchen halb ist, da ist es enthalten. Und da, wo es komplett ausgefüllt ist, um diese Wand handelt sich es dann. Dann können wir das Ganze auch deaktivieren. Und dann haben wir auch nicht mehr so viele Probleme, wenn wir assoziativ beschriften, weil jetzt wird diese Wand nicht mehr angewählt. Seht ihr das? Servus, ein Krieg für dich, ein Ritterschlag für mich. Servus, grüßt euch. Heute möchte ich euch das All-in-One-Event vorstellen, das am 5. Juli im Nemetschek House von 9 bis 12 Uhr stattfinden wird. Ihr könnt Fachvorträge von namhaften Herstellern erwarten, wie von Kallenberg Ingenieure, von Max Frank und von Betomax. Auch meine Wenigkeit wird dort Fachvorträge halten. Und wenn ihr zum Beispiel Fragen habt zu Einbauteilen, habt ihr vielleicht gewisse Probleme gerade im Projekt oder spezielle Fragen zu Einbauteilen, dann könnt ihr direkt in den Austausch gehen, denn danach gibt es ein Get-Together, fürs leibliche Wohl ist da gesorgt. Also ihr bekommt Essen und Trinken und könnt dann zu den Herstellern direkt Kontakt aufbauen und mit denen diskutieren, fachsimpeln und euch informieren. Oder ihr habt vielleicht vor, Allplan vielleicht in euer Büro einzuführen, wisst aber noch nicht, ob das das Richtige für euch ist, dann stehe auch ich für euch zur Seite. Oder ihr habt vielleicht auch schon Allplan im Einsatz, dann bin ich genau auch hier euer Ansprechpartner. Die Plätze sind leider begrenzt, es ist auch alles kostenfrei, aber ihr müsst halt euch registrieren. Klickt gleich auf den Button in der Beschreibung. Meldet euch an und sichert euch einen Platz zum All-in-One-Event in Nemetschek House in München. So, und jetzt geht's los mit dem Hauptvideo. Servus, grüßt euch. Heute zu einem wichtigen Thema. Es geht nämlich um das Thema Beschriften. Da kann man sehr viele Fehler machen und vielleicht kennt ihr das, dass auf einmal, wenn ein Teilbild wahllos irgendwelche Beschriftungsbilder rumsausen, die gar nicht dahin gehören und wer die dahin gebracht hat, weiß eh kein Mensch. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass entweder die Funktion falsch gewählt wurde, dass irgendwas ein Bauteil geteilt wurde, aber alles der Reihe nach. Ich werde jetzt darauf eingehen, wie man mit der Funktion Beschriften umgehen kann, also die ganz normale Beschriften-Funktion, dann assoziativ Beschriften und wie sich das Ganze verhält, wenn es in einem Smart Part ein Beschriftungsbild drin ist. Okay, dann fangen wir erstmal an. Also ich habe hier erstmal mein Originalmodell und man sieht hier, ich habe einen Schnitt erzeugt. Moment, ich habe den Schnittbereich nicht angegeben. Innere Linie, Schnittlinie absetzen, anwenden, schließen. Also wir schauen von hier nach hier und es geht um diesen Abschnitt im Positionsplan und den wollen wir vielleicht beschriften. So. Jetzt gehe ich erstmal ins Originalmodell. Es geht um das erste Obergeschoss. So sieht das Ganze aus. Ich habe da schon ein Beschriftungsbild abgesetzt. Das lösche ich jetzt wieder. Wenn das Beschriftungsbild einzeln abgelegt worden ist, also nicht getrennt, dann könnt ihr das Ganze mit Links-Shift aktivieren und dann habt ihr das ganze Beschriftungsbild aktiv und dann könnt ihr das Ganze auch löschen. Dann escape ich wieder und jetzt sage ich mal, für den Positionsplan möchte ich das Ganze beschriften. Jetzt kennen ja einige den Weg, einfach auf Beschriften zu gehen, dann das Bauteil anklicken. Dann holt man sich das Beschriftungsbild, das man möchte. Ich gehe jetzt hier in die Tragwerksplaner-Beschriftung. Ich möchte die Wände oder Attikas beschriften. Und dann habe ich hier mein Beschriftungsbild. Ich kann das natürlich auch vertikal, horizontal drehen, so wie ich es bräuchte. Machen wir mal so. Genau. Und jetzt sehen wir auch gleich einen Vorteil vom Beschriftungsbild im Gegensatz zum Text. Ich habe hier intelligente Beschriftungen. Das heißt, bei mir wurde jetzt zum Beispiel das WA00 rot angezeigt, weil das ist sozusagen mein
Ausgabewert von der statischen Position, den habe ich noch nicht bearbeitet. Dann ist es noch rot. Dann weiß ich, hier muss ich noch Hand anlegen. Während, wenn es schwarz wird, ich das nicht benötige. Ich habe das einfach so gemacht, dass ich hier eine if-Klausel setze und die Farbe wechsle mit einem Format. Aber natürlich können wir das Ganze an einem Bauteil ändern und dann ändert sich es auch in jedem Schnitt, wo wir das Ganze beschriftet haben. Also wir müssen es nur einmal abändern und nicht in jeden Text nochmal reingehen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hier in die Wand rein. Sag zum Beispiel, das ist die WA1, weil das eine Außenwand ist. Die Materialgüte definieren wir in C2530. Die Expositionsklassen XC1WO. Und dann sind wir auch glücklich drüber. Ne? Und natürlich ist auch ein weiterer Vorteil, dass wir diese Attribute einfach übertragen können. Das heißt, ich kann das jetzt einfach diese Außenwand anhängen und dann hat die auch dieses Beschriftungsbild und diese Werte. Ja, hier ist vielleicht nicht die WA1 noch. Das ist eine Innenwand, die würde ich sagen, ist dann eine statische Position weiter, zum Beispiel die WA02. Gut, im Format hätte ich vielleicht noch spielen können, dass der die Nullen nicht wegdenkt, aber gut, sei es mal dahingestellt. So können wir natürlich das Ganze beschriften. Das einzige Problem ist, wir müssen halt aufpassen, erstmal auf den Layer. Und jetzt sehen wir es zum Beispiel bei der Stütze, das war die falsche Beschriftungsbild, nicht Breite, denn bei der Stütze brauchen wir ja eckig, da brauchen wir Länge und Breite. Und jetzt kann ich zum Beispiel wieder hier reingehen, die Attribute abändern, hoppla, hier auf Benutzer, und jetzt sage ich einmal, dass die ST1, ja, machen wir einfach ganz fix, okay? So. ST Ausrufezeichen. Das ändert jetzt auch noch kurz ab. So viel Zeit muss sein. Und wenn man ganz fix sein möchte, dann kann man auch das kostenlose Tool auf meiner Homepage herunterladen. Das hat Soil Parts programmiert unter meiner Regieanweisung, sage ich jetzt einfach mal vorsichtshalber. Und jetzt kann ich da zum Beispiel sagen, ich möchte alles zurücksetzen. Ich hole mir ein neues Attribut und dann sage ich, ich brauche, na, wo ist denn die statische Position? Hier. Statische Position. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel sagen, okay, alle Außenwände sind jetzt WA05. Okay. Und dann sage ich, du. Und ihr seht, wie schnell sich das geändert hat. Hoppala. Du bleibst trotzdem die WA2 und so könnte ich das Ganze auch ganz fix korrigieren. Ich kann auch sozusagen hier die ganze Übernahme geben und dann kann ich auch hier die Wände das Ganze schnell zuordnen. Ja, dann kann ich das Ganze natürlich beschriften für meinen Positionsplan. Jetzt schauen wir mal, ob wir den richtigen Layer auch ausgewählt haben. Dazu habe ich ein Layer-Druckset vorbereitet. Positionsplan. Aha. Jetzt fehlen nur die Striche von den Türen, aber die Beschriftungsbilder bleiben, ja klar, PP allgemein. Und wenn ich jetzt auf den Schallplan wechseln würde, oder Bewährungsplan, dann verschwindet dieser Text. Das hat Vor- und Nachteile. Jetzt sagen wir mal, ich kopiere diese Wand. Und dann mache ich noch was, ich kopiere sie sogar noch einmal. Und jetzt trenne ich sie. Jetzt muss ich bloß schauen, wo die Funktion drin ist. Wo ist ein Schnipseln? Hier ist Schnipseln. Jetzt trennen wir mal diese mittlere Wand. Die trenne ich jetzt einfach da in zwei Hälften. Und jetzt holen wir uns die Layer wieder vom Positionsplan. Ich wusste ja gar nicht, dass da überhaupt ein Beschriftungsbild da war, weil ich nicht auf Positionsplan geschaltet habe. Jetzt sehen wir das Ganze so. Ihr seht, die Beschriftungsbilder sind mitgewandert. Also erstmal nicht schlecht, aber ich muss halt dann aufpassen, dass sich hier nichts überschneidet. Ich habe da vorhin auch zweimal unterbrochen, denn wenn ich zweimal rückgängig was zerschneide, ich kopiere mir hier nochmal die Wand, dann fragt mich Alban, was mit der Beschriftung der zweiten Wand passieren soll. Ich kann jetzt sozusagen hier das erste Beschriftungsbild absetzen und hier das zweite.
Ist auch richtig, denn es sind zwei Bauteile nach Allplan. Und es könnte ja sein, dass ich hier eine andere Höhe habe oder andere Stärke oder sowas und ich muss das Bauteil trennen. Dann ist es völlig korrekt, dass es automatisch das Beschriftungsbild zweimal absetzt. So. Okay, man könnte theoretisch so vorgehen, muss aber extrem aufpassen. Jetzt habe ich noch was vorbereitet. Ich habe die Detailschnitte dazu. Ich werde die Referenzteilbilder dazu aktiv setzen. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Hier ist mein Originalmodell, hier unten ist der Schnitt, die Ableitung. Und ihr kennt es vielleicht, manchmal kann man nicht die Bauteile beim Schriften hier auswählen, weil hier immer diese schöne Schnittlinie im Vordergrund steht. Dazu erstmal den Tipp, in den Objektmanager zu gehen. Ich gehe hier immer in die Auswahl der Layer. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen müsste. Und gehe dann hier in Standard rein, Schnittlinien, aufs Auge klicken und ihr seht, dann verschwindet das Ganze. Somit tun wir uns viel leichter. Dann gehen wir noch hier auf Layer. Naja, das lassen wir jetzt erstmal. Wir schauen uns das Ganze an. Also es geht um die erste O-Gewende hier. Und im Schnitt möchte ich natürlich da unten die Wände noch andeuten und oben drüber. Ich habe das Ganze jetzt so geschalten, dass wir, also hier erkennt man zwar auch was, aber hier ist es halt eindeutig und sehr schnell. Ja, das Dach brauche ich natürlich nicht dazu mit anzeigen. Die Einbauteile habe ich im Positionsplan deaktiviert, denn die haben da nichts zu suchen. Würde ich jetzt alles aktivieren, dann. Hallo? Wo sind meine 3D-Modelle denn jetzt? Hallo? Geht's noch? Nochmal. F4. Jetzt. Jetzt sehen wir gleich, also wenn ich die Layer zum Beispiel hier auf Positionsplan schalte, dann verschwinden die auch im Modell und hier werden sie grau hinterlegt. Die sieht man dann am Ende auf dem Plan nicht. Weil im Positionsplan sind die noch nicht fest deklariert. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. So, und jetzt beschrifte ich das auch mal mit dem Beschriftungsbild hier. Wir sind auf dem Teilbild, die Teilschnitte übrigens. Ich nehme diese Wände und beschrifte sie auch genau nach dem Prinzip im Maßstab 1 zu 25. Stütze-eckig ist in dem Fall falsch. Ich brauche hier die Wände, Wand und Attika und beschrifte das Ganze. Ich kann jetzt zum Beispiel hierher gehen und sagen, okay, ich möchte in der Spurlinie bleiben. Ja, die Außenwand ist eine WA05, die Innenwand eine WA02. Hoppala, da habe ich nicht die richtige Wand erwischt. So. Und die WA05, soweit, so gut, sage ich jetzt einfach mal. Man kann sich vorstellen, cool für einen Positionsplan. Ich mache einfach einen Horizontalschnitt, einen Querschnitt und beschrifte noch ein paar Bauteile. Macht natürlich Sinn, durch den Unterzug, durch die Stütze irgendwie hier zu gehen, vielleicht in dem Bereich so runter. Dann hat man auch noch die Decke mit drauf, kann hier noch die Echo-Box mit andeuten und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir das abgesetzt. Jetzt wechseln wir mal in das erste OG. In diesem Grundriss, dort wo wir das Modell haben. Jetzt sehen wir, jetzt ist unser Beschriftungsbild verknüpft mit dem Modellteilbild und das Beschriftungsbild ist gar nicht da, wo die Schnitte waren, sondern hier drauf. Ob das ein Problem ist, ich finde schon, denn wenn ich jetzt den Schnitt hier hätte und hier ein, dann habe ich überall Beschriftungsbilder rumflackern und keiner weiß, zu welchem Teilbild gehören die eigentlich dazu. Und jetzt stellt euch vor, ich mache hier den Horizontalschnitt und im nächsten Geschoss mache ich wieder diesen Schnitt hier in dem Bereich irgendwo hin. Vom zweiten OG oder vom ersten OG. Hummel. Also, machen wir wahrscheinlich hier das alles aktiv. Dann wechsle ich ins erste OG. Da brauche ich das Untergeschoss. Das Obergeschoss. Nein, das Dach brauche ich nicht. So, und jetzt, wenn ich dasselbe Spielchen hier mache, dass ich jetzt hier einen Schnitt absetze, dann seht ihr schon, was meine Problematik ist. Wenn ich jetzt so vorgehen würde, ja, dann habe ich überall Beschriftungsbilder rumflackern, die mich eigentlich stören. Ich werde jetzt das nicht hier weiter ausführen, das passt so für mich, aber ich glaube, das Problem ist klar geworden. Ja, wie gehen wir jetzt an stattdessen vor, wenn wir einen Schnitt haben? Also ich gehe wieder in mein erstes Obergeschoss,
wir alles hier aktiv setzen, schließe das Ganze, lösche jetzt diese Beschriftungsbilder. Oder, ich muss euch zeigen, wenn ich jetzt hier ein Bauteil kopiere, jetzt habe ich hier die Beschriftungsbilder kopiert und hier auch. Also, das muss man einfach wissen, okay? Ich mache wieder rückgängig. Die Hilfe deaktivieren wir. Ich lösche Beschriftungsbild mit Linksshift. Linksshift. Jetzt, wenn ich aber den Maßstab umstelle, muss ich schauen, ob hier noch irgendwelche Reste vorhanden sind. Weil hier sieht man, hier ist die 50 und in Maßstab 1 zu 100 ist auch noch eine Folie abgelegt. Das heißt, ich mache nochmal rückgängig. Wenn ich das jetzt mit blauen Kasten löschen würde, dann seht ihr, ist noch eine Folie in Maßstab 1 zu 50 übrig. Die lösche ich. Jetzt wechsle ich in Maßstab 1 zu 100. Jetzt ist nochmal eine Folie da. Deswegen immer beim Löschen von einem Beschriftungsbild links Shift. Okay? Sehr, sehr wichtig. So, und jetzt nutzen wir die Funktion assoziativ beschriften. Jetzt geht es um welches Bauteil. Jetzt kann ich natürlich die Wand anklicken und habe hier die Möglichkeit, wie auch bei der anderen Beschriftungswahl, hier auf diesen Standardzeugsel zu gehen. Den kapiere ich eh nicht so, weil ich nicht in der Architektur tätig bin. Vielleicht nutzt man es auch in der Tragwerksplanung. Ich nutze das gar nicht. Objektbeschriftung heißt, ich kann hier Attribute auswählen und kann sagen, das. Ja. Aber dann kommt da nicht WU raus, sondern einfach eine 1 oder eine 0. Das ist natürlich vom Beschriftungsbild her nicht so toll. Deswegen gehe ich auf meine Beschriftungsbilder. Dann kommt hier WU raus, falls es WU ist. Und wenn nicht, dann halt nichts. Und jetzt kann ich das einfach hier absetzen. Ich habe auch die Möglichkeit, Hallo. Ach komm. Ich mache nochmal. Also, assoziativ beschriften, Rechtsklick. Du. Oh, du bist fies. Und jetzt sehen wir auch hier markiert in der Animation diese drei Wände. Und jetzt mache ich einen Rechtsklick und jetzt kann ich nacheinander das Ganze abfahren. Ich habe die Möglichkeit, hier eine Schräge einzugeben oder auf diesen Bäumel zu klicken. Vertikal, horizontal. Die Möglichkeit, automatische Elementpositionierung zu machen. Und dann schaut das Ganze hier so aus. Ne? Jetzt könnte ich das Ganze mit verschieben einfach hierher verschieben. Ist ja auch eine Möglichkeit. Jetzt ist aber der Unterschied, wenn ich jetzt in das erste O gehe, ist die Beschriftung auch mit deaktiviert. Denn die Beschriftung liegt jetzt alleine auf diesem Detailschnitt-Detailbild. Das ist aus meiner Sicht die bessere Variante, um sehr viele Fehler zu vermeiden. Wenn wir gerade dabei sind. So. Ah, da oben auch. Ach, die haben wir vorhin gemeinsam kopiert, deswegen habe ich das nicht gehabt. Ja, jetzt haben wir das so beschriftet und aus meiner Sicht ist das der richtige Weg. Wenn euch die Schnittlinien oder sonst irgendwas, wie gesagt, im Weg sind, dann über den Objektmanager einfach deaktivieren. Wenn die mit an sind, dann kann es schon mal problematisch werden. Ja, und jetzt, wenn diese große Wand hier im Hintergrund zum Beispiel im Weg ist, dann kann ich die auch einmal, Rechtsklick aktiv setzen. Jetzt, wenn die im Weg wäre, dann einfach mal hier markieren. Im Objektmanager schauen, wo bist du denn vorhanden. Dann sehen wir hier diese roten Bömmelchen. Dann können wir hier uns entlang handeln. Immer wo so ein rotes Pünktchen halb ist, da ist es enthalten. Und da, wo es komplett ausgefüllt ist, um diese Wand handelt es sich dann. Dann können wir das Ganze auch deaktivieren. Und dann haben wir auch nicht mehr so viele Probleme, wenn wir assoziativ beschriften. Weil jetzt wird diese Wand nicht mehr angewählt. Seht ihr das? Und das ist natürlich eine super Methode, um eine Wand, also die untere Wand, die kann ich auswählen, aber hier diese nicht mehr. Und dann passieren auch nicht mehr so viele Fehler. Nutzt dazu am besten wirklich den Objektmanager. So, last but not least geht es um die Beschriftungsbilder von Einbauteilen. In diesem Fall um die Subparts, denn die sind Smart Parts. Und die Smart Parts sind automatisch hier beschriftet. Ich glaube, Maßstab 1 zu 50 habe ich das damals abgesetzt.
Und jetzt kann ich hier das Beschriftungsbild nicht einfach verschieben. Also ich kann das gar nicht auswählen, denn ich habe das nicht mit Benutzerobjekte Einwörter beschriften beschriftet, was natürlich auch geht. Man kann es mit Einwörter beschriften beschriften. Das sind irgendwie komischerweise die einzigen Generatoren und Einbauteile, die man damit beschriften kann. Aus der ganzen Bibliothek von Allplan mit den Einbauteilen funktioniert das irgendwie nicht, und auch mit den Generatoren für den verschiedenen Hersteller funktioniert die normalste Funktion Einbauteil beschriften nicht. Ich weiß nicht, warum man sich da nicht ein bisschen Gedanken drüber gemacht hat, aber das steht auf einem anderen Blatt. Die Einbauteile könnt ihr natürlich kostenfrei auf www.subgrade herunterladen oder www.allplan-einbauteile.de. Und ja, aber diese Beschriftungsbilder, die ich jetzt hier abgesetzt habe, die werden automatisch erzeugt. Die sind wie sozusagen ein Makro. Die hängen direkt am Einbauteil selber, also am Generator. Wenn man die Beschriftung verschieben möchte, muss man das über diese Knöpfe tun. Und wenn ich das Ganze schließe, ist das die Beschriftung heraus. Also die hängen direkt am Einbauteil. Wenn ich das Einbauteil verschiebe, verschiebt sich die Beschriftung automatisch mit, und die Entfernung ist einfach genau die Entfernung von diesen Knöpfchen hier. Genau, und wenn ich das Ganze schließe, dann ist es hier. Ich kann das auch deaktivieren und sagen, okay, ich möchte dasselbe beschriften, ist auch kein Problem. Dazu muss ich dann einfach nur, sieht man das gescheit, den Kurztext hier entfernen. Der Layer vom Text der Beschriftung ist auf Einbauteil Sonder, damit diese im Schall, im Positionsplan dann nicht angezeigt wird. Jetzt kann ich ja nur sagen, okay, ich möchte, achso, ich deaktiviere sie gerade. Gut, und jetzt, wenn es deaktiviert ist, dann schaut das Ganze so aus. Okay, ich mache das Ganze wieder rückgängig, so will ich das nicht behalten. Nochmal rückgängig, 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 rückgängig. So, das war's zum Thema Beschriften. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das Video liked, denn das hilft mir natürlich ein bisschen, den YouTube-Algorithmus zu pushen, damit ich das Ganze halt nicht einfach umsonst gemacht habe. Abonniert den Kanal, und dann geht es auch schon weiter zur Endcard. Servus, ciao, euer Peter. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich.